Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim, Folge 98 mittlerweile. Wir stehen in Riften, glaube ich, war das, ne? Wenn ich mich jetzt nicht genau. So, wir gucken ins Questtagebuch. Wir sollen hier immer noch jemanden in die Fänge des Schreins locken und ermorden. Angelfreunde haben wir noch offen, sprich mit Viria. Wir haben in den letzten Folgen ein bisschen viel geangelt, finde ich. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal hier die Suche nach der Offenbarung weitermachen. Bringe beide Schriftrollen der Alten zu Dexion. Ja, Dexion, wir erinnern uns, der steht hier hinten in Festung Dämmerwacht. Da werden wir jetzt schnell reisen. Und mal gucken, was der dazu sagt, dass wir das zusammenbekommen haben, dass wir die eingesammelt haben. Dexion, wo bist du? Alter Kamerad. Hier nicht? Och, nee. Treibst dich hier in der Höhle rum? Hä? Ach, da oben! Kann ich ja hier unten lange suchen. Canyon der Morgendämmerung. Nee, Moment mal. Wo geht denn das hier hoch? Ich bin schon wieder völlig... völlig lost hier. Er befindet sich in diesem Raum, aber oben. Wo ging es denn hier hoch? Der Ort sieht auf einmal so anders aus. Haben die hier was umgebaut? Ja, hier komme ich doch raus. Was geht ja gut los. Jetzt sitzt er da unten. Na toll. Wie bist du jetzt hierher gekommen? Ich nehme an, eure Reise war von Erfolg gekrönt? Ja. Ich habe die Schriftrollen der Alten gebracht. Es tut mir leid, mein Freund. Ich bin euch in dieser Sache keine Hilfe mehr. Warum nicht? Warum? Was ist passiert? Es ist mein Fehler. Ich war in solcher Eile, die erste Schriftrolle zu lesen, dass ich die erforderlichen Vorbereitungen vernachlässigte. Ich glaubte, die Nachwirkungen zerstreuen zu können, doch ich irrte mich. Nun bezahle ich den Preis dafür. Diese Bindere auf euren Augen, seid ihr... blind? Ja, dem ist leider so. Ganz toll. Gibt es irgendetwas, womit euch geholfen werden kann? Nein, es muss seinen Lauf nehmen. Und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ich mich nicht mehr erhole. Dann sind wir fertig? Nein, es gibt einen anderen Weg. Ihr müsst euch aber fragen, wie viel ihr riskieren wollt, um Auriels Bogen zu finden. Ja, was muss ich tun? Ich kann jedoch nicht garantieren, dass ihr nicht zu Schaden kommt. Die Blindheit könnte sogar noch eure geringste Sorge sein. Macht euch darüber keine Sorgen, sagt es mir einfach. Über ganz Tamriel verstreut findet man abgelegene Orte, die nur als Lichtungen der Ahnen bekannt sind. Es gibt auch eine in Himmelsrand, im Kiefernwald. Wenn ihr das Ritual der Ahnenmotte innerhalb der Lichtungen durchführt, solltet ihr die Antworten erhalten, nach denen ihr sucht. Okay, erklärt mir dieses Ritual. Es umfasst das vorsichtige Einsammeln der Rinde eines Kantikumbaumes.
mit der ihr Ahnenmotten anlocken könnt. Wenn euch genug Motten folgen, verleihen sie euch die notwendige Einsicht, um die Schriftrollen zu verstehen. Vorsichtig die Baumrinde einsammeln, wie? Um die Tradition zu wahren, müsst ihr auf der Lichtung der Ahnen ein besonderes Werkzeug verwenden. Das Messer der Anziehungskraft. Jeder Mottenpriester lernt dieses Ritual. Aber nur wenige erhalten die Möglichkeit, es durchzuführen. Ihr solltet euch glücklich schätzen, wenn es bei euch funktioniert. Muss ich die Schriftrollen in einer bestimmten Reihenfolge lesen? Nach dem, was ich in der Vision gesehen habe, liegt der Schlüssel zur Prophezeiung in der Schriftrolle der Alten, welche die Herausforderung der Götter durch das Blut der Sterblichen voraussagt. Was ging schief? Das Entschlüsseln einer Schriftrolle der Alten unterscheidet sich grundlegend vom Lesen eines einfachen Buches. Es erfordert die richtigen Rituale und ein hohes Maß an Konzentration. Die Entschlüsselung einer einzigen Schriftrolle kann Monate oder gar Jahre in Anspruch nehmen, gefolgt von einer mehrmonatigen Erholungsphase. Wie hängt eine Motte mit den Schriftrollen der Alten zusammen? Nun, wie ihr inzwischen sicher herausgefunden habt, heißen wir nicht von ungefähr Mottenpriester. Die Stimme der Ahnenmotte spielte schon immer eine entscheidende Rolle beim Lesen der Schriftrollen der Alten. Motten sind so gut wie lautlos und sie reden schon gar nicht. Oh, die Motten lesen die Schriftrollen nicht selbst, aber sie halten eine Verbindung zu einer uralten Magie aufrecht, die es den Mottenpriestern ermöglicht, sie zu entziffern. Wenn ihr genau hinhört, wenn ihr die Lichtung betretet, solltet ihr ihr Lied hören können. Einen sanften, harmonischen Gesang. Durch diesen Ahnengesang verbinden die Motten sich mit den Weissagungskräften der Ahnen und erlauben es damit den Priestern, die Schriftrollen zu entziffern. Wie hilft das dem Mottenpriester? Weil sich die Ahnenmotten in der Nähe der Mottenpriester befinden, können diese die Verbindung und damit die Weissagungskräfte der Motten nutzen. Doch nur die widerstandsfähigsten Priester sind dazu in der Lage. Man braucht Jahre des Trainings, um die Harmonien zu interpretieren. Wie habe ich dann überhaupt eine Chance? Ihr seid so weit gekommen und ihr habt mehrere Schriftrollen der Alten gefunden, ob ihr es glaubt oder nicht. Die Schriftrollen besitzen ihren eigenen Verstand. Wenn sie nicht gewollt hätten, dass ihr sie findet, hätten sie es nicht erlaubt. Deswegen glaube ich, dass ihr dazu bestimmt wart, den Gesang der Ahnen zu hören. Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Ist es normal, dass ein Mottenpriester erblindet? Nun, ach Mann! Wenn ihr durch diesen Ahnengesang, weil sich die... Doch, ja. Ihr seid, ob ihr Komm. Es glaubt. Deswegen glaube ich, dass ihr dazu bestimmt wart, den Gesang der... Leider ja. Es ist das unausweichliche Schicksal, das wir akzeptieren, wenn wir die Schriftrollen der Alten lesen. Normalerweise widerfährt das nur den altgedienten Mottenpriestern. In meinem Falle lag es einfach daran, dass ich mich nicht gründlich genug vorbereitet habe. Ja gut, was schief ging, das haben wir jetzt schon rausgefunden. Das hat er uns ja schon gesagt. Okay, also wir müssen das Messer eines Mottenpriesters finden. Wo soll's denn sein? Ich habe hier so viele Symbole schon auf der Map. Ich sehe jetzt gerade nicht den Questmarker. Ah, hier, okay. Lichtung der Ahnen. Können wir nach Falkenring oder Kiefern... Ich gehe mal nach Kiefernwacht. Und von da aus dann zur Lichtung der Ahnen...
Was sagt denn das Quest-Tagebuch jetzt aus? Ungesehene Vision. Finde das Messer eines Mordenpriesters. Nachdem feststand, dass Dexion erblindet war, benötigte ich eine andere Methode, um die Schriftrolle der Alten zu entziffern und Auriels Bogen zu finden. Man schlug mir vor, die Schriftrolle der Alten selbst zu lesen, indem ich eine uralte Technik anwende, die von den ersten Mordenpriestern durchgeführt wurde. Ich bin nun unterwegs zur Lichtung der Ahnen, um die Ursprünge des mysteriösen Rituals zu erforschen. Gut, was sagt mein... 350 schon wieder. Ja, da haben wir schon mal wieder einen Bär. Bam. Schluss mit lustig. So. Ich lasse ihm jetzt mal die Klauen und den Pelz. Wir müssen ja nicht unbedingt noch mehr Zeug mit uns rumschleppen. Oh, 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 oh. Banditenmarodeure. Aua. Nee, 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 nee. Da kommt noch mehr, Kollege. Meinst du? Das glaube ich nicht. Nimm das und das. Ach, hinter mir. Ja. Spar dir deine letzten Worte, Elender. So, mal gucken, ob ihr irgendwas Besonderes dabei habt. Wo ist sie jetzt? Ich habe sie doch hier auch gerade. Ach, hier. Und einer war noch, ne? Ich meine, gut, ich habe das jetzt nicht unbedingt nötig, die alle zu looten. Weil das sind ja... Die haben ja kein besonderes Inventar. Von daher sparen wir uns das jetzt einfach mal. Aber es ist eine schöne Gegend, wo wir hier gerade unterwegs sind, muss ich sagen. Der leichte Nebel hier und die Kiefern gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, herrlich. Das Spiel verblüfft mich auch immer wieder, ja. Man war jetzt hier schon so lange unterwegs. Und erfreut sich trotzdem immer wieder an, einfach an der Landschaft, an der schönen Umgebung. Also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt hier gleich ein instanzierter Bereich ist, dieser Kiefernwald, wo wir rein sollen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier auf dem rechten Weg bin. Es sieht zumindest so aus, als wenn hier ein Pfad ist, dem wir folgen können. Auch wenn es hier ziemlich steil ist gerade. Lichtung der Ahnen entdeckt. Ah, hier rein, ja. Okay. Hier muss es. Was muss hier sein? Hängemoos. Nicht sonderlich beeindruckend, oder? Doch. Wenn dieser Ausflug umsonst war, werden euer Freund Dexion und ich nach unserer Rückkehr ein paar ernste Worte zu wechseln haben. Nur tu ihm nichts. Der arme Kerl ist schon blind geworden. Also, ich hoffe, oh, oh, von wegen nicht beeindruckend.
Das sind hier die Motten, ne? Ja, jetzt bist du doch. Ich bezweifle, dass es im ganzen Himmelsrand einen Ort wie diesen gibt. Es ist wunderschön. Jetzt bist du doch beeindruckt, oder? Ich mag sie als Begleiterin. Die toppt sogar Lydia. Ich meine, ich trauere innerlich immer noch, dass Lydia von uns gegangen ist. Was haben wir hier? Messer der Anziehungskraft. Habe ich mir jetzt anders vorgestellt? Nun, wir haben das Messer. Jetzt müssen wir nur noch einen dieser Canticum-Bäume finden. Ja, hier gibt es mehrere Ziele. Schön vorsichtig, nicht so grob. Hoffentlich mögen die Motten die Rinde so sehr, wie es Dexion gesagt hat. Okay, jetzt müssen wir die anderen Bäume auch noch finden, aber die sind mir jetzt locker... Ach so. Seht sie euch an. Sie haben euch definitiv ins Herz geschlossen. Und wenn ich mir das nicht einbilde, beginnt ihr zu schimmern. Ja? Also ich finde, ich sehe noch ganz normal aus. Ich muss jetzt einfach nur die Mottenschwärme einfangen. Ich hoffe, die bleiben bei mir. Hier oben waren doch auch irgendwo welche, als ich reinkam, ne? Ja, hier. Da sind auch nochmal ein Schwarm. Oh, wir kommen auch nicht mehr raus. Ich habe eine Ahnenmotte gefangen. Wow. Da hinten sehe ich auch noch einen Schwarm. Schimmer ich jetzt schon? Hier, da oben. Da muss ich dann wahrscheinlich den Fluss runterspringen. Ach Quatsch, den Wasserfall runterspringen, oder? So, ein Schwarm noch. Drachenbaum. So, ich hab sie. Und jetzt muss ich da unten hin. Betritt die Lichtsäule und liest die Schriftrolle der Alten Blut. Okay. Jetzt sehe ich den Schimmer. So, mal gucken. Also vielleicht nehme ich das dann als Thumbnail. So, Objekte. Schriftrollen. Da ist er natürlich nicht dabei. Steht bei Büchern, ne? Schriftrolle der alten Blut. Ah, Gott. In Ordnung? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Sprich mit Serana. Wo sind die Motten hin? In Ordnung?
Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Keine Sorge, es geht mir gut. Ich habe diesen verfluchten Schriftrollen nie getraut. Wer weiß, was diese Dinger euch angetan hätten. Seht euch doch nur Dexion an. Und Auriels Bogen? Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Er befindet sich an einem Ort namens Schwarzfallhöhle. Dann ist es fast vorbei. Wir können diese lächerliche Prophezeiung endlich aus der Welt schaffen. Wo liegt diese Schwarzfallhöhle? Die Schriftrollen verrieten mir seinen exakten Fundort. Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ich will dort ankommen, bevor mein Vater die Gelegenheit hat, uns aufzuspüren. Was wisst ihr über Auriels Bogen? Nicht viel. Er taucht in geschichtlichen Überlieferungen an manchen Stellen auf. Aber man muss schon genau danach suchen. Soweit ich weiß, wurde er nie von einem Vampir geführt. Das wäre mal was Neues. Was hat das mit der Sonne zu tun? Auriel ist einer der Götter der Elfen. Er regiert mit allen anderen im Reich von Aetherius. Soweit ich gehört habe, ist die Sonne die Verbindung zwischen ihrer Welt und der unseren. Es heißt, der Bogen beziehe seine Energie direkt aus der Sonne, weshalb er auch in dieser Prophezeiung erwähnt wird. Wozu genau ist das gut? Au! Wo kommt er denn jetzt her hier? Haben die uns etwa schon aufgespürt? Ich war mitten im Gespräch, du Unhold. Vampire. Da kommen noch mehr. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ich kann euch nicht besiegen. Nee, kannst du auch nicht. Mann. Die haben ja eine ganze Armee geschickt hier. Das hätten wir geschafft. Woher seid ihr gekommen? Das war aber schon eine knappe Kiste. Vampirmeister. Oh. So, das war's jetzt, oder? Wo ist denn der Gargoyle? Ist der jetzt zu Asche zerfallen? Was ist das hier? Ach, der Kopf. Okay. Was gibt es? Stört es euch, dass wir uns gegen euren Vater verbündet haben? Ich kann nicht gerade sagen, dass es mich überrascht. Ich dachte mir schon, dass es eines Tages darauf hinauslaufen würde. Ich wusste nur nicht genau wann. Wird es euch schwerfallen, falls wir ihn töten müssen? Wenn. Ich hatte angenommen, dass das die ganze Zeit das Ziel war. Ich habe versucht, meinen Frieden damit zu machen. Nun los, wir können uns später darüber unterhalten. Okay. Alles klar, meine Liebe. Dann werden wir diesen wunderschönen Ort jetzt verlassen und gucken mal, wo unser nächstes Ziel liegt. Ich frage mich trotzdem, wie die uns jetzt gefunden haben.
Guten Morgen. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ich muss mir unbedingt mal was einfallen lassen, dass ich hier wieder benachrichtigt werde, wenn jemand in den Chat kommt. So. Ist ja am anderen Ende der Welt, Schwarzfallhöhle. Aber da war ich schon einmal. Die ist schon. Die ist schon erkundet. Das freut mich. Ja, reisen wir mal hin. So. Mal gucken, wie groß die ist. Also ich muss ja hier schon einmal drin gewesen sein, wenn die auf der Karte schon markiert ist. Ja. Finde Auriels Bogen. Vielleicht habe ich ja Glück, dass jetzt hier keine Gegner mehr sind. Das wird euch eine Lehre sein. So viel zum Thema keine Gegner. Aber das ist schon wieder so finster hier. Mehr als finster. Hier steht eine Truhe. Stahlbolzen, Fackeln, Gegengift Gold. Nehmen wir ruhig mal alles mit. Auch noch mal ein paar Goldstücke, Goldbeutel, Spinneneier. Wundertrunk der Feuerresistenz, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, jetzt gibt es zwei Wege. Laut der Karte komme ich hier schneller zum Ziel. Habt ihr nichts zu fürchten. Oh. Wer bist du denn? Ritter Paladin Gellebor. Ich bin Ritter Paladin Gellebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Diese Höhle ist ein Tempel für Auriel? Auriel, Alkosch, Akatosch. So viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Schneeelfen? Ihr seid ein Falmer? Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Ich glaube, ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Woher wusstet ihr das? In den tausenden von Jahren, die ich dem Dom als Wächter gedient habe, gab es keinen Besucher, der aus einem anderen Grund hergekommen wäre. Sie bitten um Auriels Bogen und ich bitte sie um Hilfe. Das ist schon so oft passiert, dass ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen kann. Was für eine Art von Hilfe benötigt ihr? Ihr müsst Erzvikar Virtur töten, meinen Bruder. Euren Bruder töten? Warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist, aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Was genau haben die Betrogenen getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Habt ihr euch nicht gewehrt?
Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an. Aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Ihr wisst noch nicht einmal, ob er noch lebt? Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten. Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Wegschrein? Ja, lasst es mich euch zeigen. Handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen und wie sie von Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage, einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Wie viele weitere Wegschreine gibt es noch? Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. Diese Höhlen müssen riesig sein. Höhlen? Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Ich muss ihn also an jedem Wegschrein auffüllen? Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht, wartet dort ein spektraler Prälat, der ihn hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen, so wie es auch die Erleuchteten tun. Ich breche jetzt auf. Dies ist womöglich unser letztes Gespräch. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt. Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Okay. Fragen? Dachte ich mir schon. Wer sind die spektralen Prälaten, von denen ihr gesprochen habt? Das sind die Geister der Schneeelfenpriester, die sich um die Wegschreine gekümmert haben, bevor sie von den Betrogenen abgeschlachtet wurden. Durch die Gnade Auriels wurden sie zu ihrer Spektralform wiederhergestellt, damit sie ihre Dienste fortführen konnten. Gut, sie sollten uns helfen können. Ich fürchte, dass sie in ihrer gegenwärtigen Form noch immer glauben, dass der Dom ein aktives Zentrum der Anbetung ist. Sie werden euch nicht antworten, sondern glauben lediglich, dass ihr ein Initiat auf der Reise zum Allerheiligsten seid. Wer war euer Volk? Wir waren einst ein blühendes und wohlhabendes Volk, das einen Teil von Himmelsrand kontrollierte. Leider lagen wir ständig mit den Nord im Krieg,
die das Land als Heimat ihrer Ahnen beanspruchten. Es scheint, als hätten die Nord gewonnen. Das könnte man so sagen. Wir hatten immer ein wackeliges Bündnis mit den unterirdischen Zwergen. Und als wir um unsere Auslöschung fürchteten, ersuchten wir sie um Hilfe. Überraschenderweise erklärten sie sich bereit, uns zu beschützen. Allerdings zu einem furchtbaren Preis. Der kollektiven Blendung unseres Volkes. Dem kann doch nicht jeder zugestimmt haben. Es gab Splittergruppen, die sich gegen die Vereinbarung wehrten. Einige strebten sogar alternative Bündnisse an. Doch schließlich wurden diese Elfen entweder getötet, verschwanden oder ließen sich dann doch auf den Handel mit den Zwergen ein. Was hat euch in die Betrogenen verwandelt? Das frage ich mich oft selbst. Die Blendung meines Volkes wurde vermutlich durch ein Gift herbeigeführt. Das reichte aber noch nicht aus, um sie zu den traurigen, verdorbenen Kreaturen zu machen, die sie heute sind. So, warum wurden die Schneeelfen hier nicht davon betroffen? Der Dom ist ziemlich abgelegen. Daher dauerte es einige Zeit, bis uns die Kunde vom Angebot der Zwerge erreichte. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war es bereits zu spät. Nicht einmal der Versuch eines Eingreifens war für uns noch möglich. Habt ihr deshalb euer Augenlicht bewahrt? So ist es. Es gab immer nur 100 von uns, sodass den Zwergen und den Nord unsere Anwesenheit verborgen blieb. Ironischerweise haben unsere eigenen Leute unseren Untergang herbeigeführt. Ihr meint die Betrogenen? Ja. Sie drangen in überwältigender Zahl in den Dom ein und überrannten uns einfach. Wir hatten nie eine echte Chance. Ich nehme an, dass sie den Erzkurator unter ihren Einfluss brachten, als sie einen Weg fanden, ins Allerheiligste des Doms vorzudringen. Es gibt hier noch mehr von eurer Art? Virtur und ich sind die letzten zwei Schneeelfen. Was ist der Dom von Auriel? Sie ist, oder vielmehr war, der Mittelpunkt unserer Religion. Die meisten Schneeelfen verehrten Auriel. Der Dom wurde ungefähr zu Beginn des ersten Zeitalters errichtet. Er sollte eine Anlaufstelle für all jene sein, die nach Erleuchtung suchten. Die meisten Schneeelfen? In unserem Reich gab es auch Tempel zu Ehren einiger der anderen Götter. Trenimak, Syrabane, Jefre und Phynaster vervollständigten das Bild. Diese Tempel verblassten aber neben der Pracht des Doms und seiner Wegschreine. Die Wegschreine gehören also zum Dom? Oh ja, sie waren ein wichtiger Teil der Abläufe hier. Sie repräsentierten die Schritte der Initiaten auf dem Weg zur völligen Erleuchtung. Leider ging die Magie, durch die diese Wunder entstanden, lange vor meiner Ankunft hier verloren. Okay. Möge Auriel über euch wachen. So, was sagt mein Gepäck? 366 von 435. Ein bisschen Luft haben wir noch. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge den Weg des Initianten beschreiten. Und da bin ich schon gespannt, was uns da erwartet. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.